Das Öl. Das heißt, ich krieg auch wieder Feuer. Was ist denn hier? Hier ist Feuer. Okay. Aber ihr wollt nicht ins Öl laufen, ne? Ah, ich habe wieder Leben dazu bekommen. Das ist schön. Ich müsste genau den Ball an euch vorbeimogeln. Damit ich die Kugel dann schnell zum Feuer bringen kann. Und ihr verbrennt. Na los, na los. Ist nicht ganz so einfach. Aber sollte gut möglich sein. Euch anschmieren mit dem Zeug kann man ja nicht, ne? Na denn, lasst den Ball vorbei. In der Hoffnung, dass dieser Versuch mehr Früchte trägt. So. Die Gegner ein bisschen locken, dann funktioniert das. Sehr schön. Mach den Weg frei! Du Monster! Wobei die wahrscheinlich denken, dass ich das Monster bin. Aber egal. So, gut. Dann gib mir nochmal den Ball zurück. Und? Wow, wow, wow. Heiß, heiß, heiß. Zu spät. Schade. Naja, machen wir das halt nochmal. Mit dem zweiten Versuch. Aus dem Weg! Nein, ich geh nicht aus dem Weg. Ich schüttel dir den Kopf. Bringt den Ball noch mal auf die andere Seite. Lasst ihn durch. Ihr wollt den Ball doch wieder haben. Ich drück den selber weg. Sehr schön. Und jetzt rollt er da rein. Jetzt muss ich den nochmal versuchen zu locken. Das ist knapp hier hinten. Aber den einen hat das... Na, beide haben mich getroffen. Ach, schön. Das ist schön. So, gut. Den platziere ich erstmal hier. Und dann gehe ich wieder rüber. Ha, was für eine tolle Schlammschlacht. So, hättet ihr die Güte? Genau. Gebt mir meinen Ball wieder. So. Und jetzt muss ich euch leider nochmal in den Tod bringen. So. Wunderbar. Ich will euch euren Ball nur zurückbringen. Das könnt ihr mir glauben. Ich meine, was will ich denn sonst mit dem Ball hier? Meine Kollegen wissen nicht, wo ich bin. Ich bin in einem komplett anderen Gelände, als man es vorher wahrscheinlich gedacht hat. So. Na bitte. Dann können wir hier auch endlich weitergehen. Und wir werden immer noch gestört. So. Weniger. Und weg mit dir. So, sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt endlich unsere Ruhe. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Möp, möp. Bisschen durchspringen. Was? Man wäre hier runtergefallen? Müssen wir hier doch nicht lang?
Dann gehen wir einfach mal zur anderen Seite. Lülülü. Mein Gott, immer diese dunklen Gänge. Okay, ab hier verstehe ich das jetzt nicht mehr. Wir müssen etwas aktivieren. Oh. Wie wär's mit diesem Schalter? Ach so, ich muss das anzünden. Verstehe. Raffiniert, raffiniert, raffiniert. Oh. Wait, wie mache ich das denn? Das ist doch so ein langer Weg. Okay. Ich hoffe mal, das Öl hält lange genug an. So, dann müssen wir den Weg jetzt nämlich wieder zurücknehmen. So, das darüber ziehen. Schnell machen und hoffen, dass das reicht. Ich verfolge den Weg, ich verfolge ihn. Das Feuer kommt an. Und das müsste dann ja jetzt richtig funktionieren. Ne? 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 Wunderbar. Ja, brenn noch mal zurück. Kugel, komm wieder. Ich brauch dich. Vielen Dank. So. Das da hinten hinter uns ist jetzt wieder aufgegangen, aber mich würde es mal interessieren, ob hier an der Seite jetzt auch irgendwas gekommen ist. Oder... Ach so, ich glaube, daher kamen die Gegner. Kann das sein? Naja. Für uns hat das jetzt ja keine weitere Relevanz mehr. Außer, dass das Teil bis gerade immer noch Öl hatte. Und ich hoffe, wir kommen jetzt dort hinten rechts weiter. Hoffe ich jetzt einfach mal. Düpp, 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 düpp. Springen, springen. Jawohl, wir kommen weiter. Und laut den Geheimnissen könnte es auch sein, dass dieses Kapitel hier auch schon wieder zu Ende ist. Oder auch nicht. Okay. Schauen wir mal nach, was hier sonst noch ist. Hier haben wir Blut. Wir haben... Oh. Einen Gastank. Und da machen wir Feuer. Brennen, brennen. Brennen. Wow. Brennen. Gut, das hält lange genug an. Wieso leuchtest du wieder so komisch? Wo? Wo ist der? Ab nach oben. Das sieht so ziemlich nach dem Ende aus. Hallo? Ich bringe den Ball zurück. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dort geht's dann in die Freiheit. Hoffe ich einfach mal. Wofür das Feuer? Da müssen wir wahrscheinlich jemanden in die Falle locken. Wofür der Spielerschalter ist, das weiß ich gerade auch noch nicht. Nun gut, begeben wir uns zum vielleicht letzten Kampf. Es ist recht wahrscheinlich. Wir kennen zwar noch nicht alle Geheimnisse, aber nun wurde auch schon gesagt, dass wir den Ball zurückbringen sollen. Zum Wohle aller. Und ab jetzt kommen wir auch nicht mehr an die Kugel dran. So.
Das heißt, wenn die Kugel vollends zu ist, was jetzt bedeutet, treffen wir vielleicht auf den Priester. Hauptsache, wir drehen uns nicht mit. Auch sehr gut. Oder, wow. Oh, was? Okay. Hä? Ich soll euch doch bestimmt befestigen. Na los. Wieso geht das nicht? Okay. Und dann muss ich jetzt erst auf den Spielerschalter. Ist der Spielerschalter vielleicht da, um die zu aktivieren? Oh, der Gang ist erleuchtet. Das erinnert mich gerade an Star Wars, die dunkle Bedrohung. Wo hier Laserschranken sind. So. Dann springen wir mal auf den Schalter. Hey, wo führt das denn hin? Wieso führt das nach hier? Hier ist doch nichts. Naja. Auf in die letzte Schlacht. Oh, ihr Idioten. Jetzt macht ihr noch die Tür zu. Ah. Oh, nö. Ne? Ich Idiot hätte draufbleiben sollen. Das ist ja scheiße. Okay, dann muss ich euch erstmal sammeln. Und hoffen, dass ich dann schnell genug bin, um euch ins Feuer zu bringen. Hep, hep. So, hier bin ich. Ihr verbrennt doch nicht etwa. Das hat ja gerade noch geklappt. Sehr schön. So, dann wäre das auch Geschichte mit euch. Dann kann ich das in Ruhe weiter zumachen. Nein, noch mehr. Ah. So, komm, machen wir das jetzt direkt zu. Es ist weitestgehend zu. So, das reicht mir auch. Und alle erwischt, oder? Jawohl. Sehr schön. So, dann hätten wir jetzt hoffentlich unsere Ruhe. Und schließen wir die Tür ab. Es geht weiter. Und ab jetzt ohne Kugel. Sie bewegt sich kein Stück. Und ab jetzt wird es so ruhig. Wir müssen hier durch. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das interpretieren soll. Punkt lang. Drei Punkte, drei Punkte lang. Ist das Mathematik? Du siehst aus wie ein Smiley. Die Leuchte. Warum leuchten die? Ich glaube, ich werde mal kurz zurückgehen zu der Kugel und schauen, ob ich dort etwas aktivieren kann. Aber wahrscheinlich nicht, oder? Ach so, jetzt leuchten die. Schön. Das heißt, jetzt kann ich die da reinschießen. Oh. Interessante Mechanik. Alle nacheinander. Hopp. Und hopp. Und hopp. Und die zwei letzten. Und schauen wir nach, was passiert. Hey. Ach so. Das ist die Reihenfolge.
Oh, jetzt fresh. Oh, Backe. Ich glaube, da muss ich mir wohl etwas aufschreiben. Gut, ich nehme ein Stückchen Blatt. Ich stehe gerade auf meinem eigenen Headset. Einen Moment. So, ich habe Blatt. Ihr hört das Blatt. Jetzt brauche ich nur noch einen Stift. Ich habe einen Stift. So, das war zuerst ein Punkt und ich fahre mir jetzt wieder über mein Headset. Das ist dumm. Okay. Das heißt, es geht jetzt mal wieder nach unten. Und ich werde jetzt zwei verschiedene Codes aufschreiben, weil ich nicht genau weiß, wie man den Code lesen soll. Also, das ist sehr wahrscheinlich die Reihenfolge der Stützpfeiler, die wir benötigen. Die Reihenfolge, die wir reinschießen sollen. Und da ich nicht genau weiß, welche Reihenfolge jetzt richtig ist, also ob wir nun von links nach rechts lesen müssen oder von oben nach unten, werde ich die Codes aufschreiben. Das habe ich gerade getan. Und mal schauen, wie der Code richtig funktioniert.